Let's Play Jedi Fallen Order. Ja, letztes Mal hat uns die Schwester der Nacht, also anscheinend die letzte, die es noch gibt, überrascht und ja, hat den Todes... Oh. Also hat ihre Schwestern wieder aufgeweckt. Brüder der Nachtkronen, meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Dathomirianische Glyphen. Brüder der Nacht malen mittels hydratisch Säureglyphen. Die Säure verätzt allerdings nicht nur die Oberfläche, sondern hinterlässt selbst auf härtesten Gesteinen permanente Spuren. Jedes Symbol muss überaus vorsichtig gezeichnet werden, um präzise zu sein, um den Zeichner selbst nicht zu verletzen. Meisterkalligraphen sind selten und ob ihr Talent extrem geachtet. Ja. Genau, also wie gesagt, die Schwester. Dieser Fremde hat gegen unsere Brüder keine Chance. Er hat gegen mich allein schon keine Chance. Falls du ihn findest, wenn. Oh Mann, wieso? Er flieht! Versuch's mal, Jedi! Verhindert, dass er sich bewegt! Hä? Er zittert vor Angst. Mhm. Sind alle Jedi so schwach? Ja, die Jedi sind tot, ne? Dein Ende naht. Erledigt den Fremden. Das hält mich nicht auf. Deine Niederlage ist sicher. Verhindert, dass er sich bewegt. War's das? Ja. Schade, ich hätte denen gerne noch weiter zugehört. Schade. Also, der Skill gegen die ist perfekt. Hilfst du mir mal bitte? Na los, verschwindet! Ja. Hier wurde jemand gejagt. Wanderer, die Jagd. Die Brüder der Nacht verfolgten jemand durch den Sumpf. Jemand, den sie fürchteten. Okay. Ja, ich glaube, der Wanderer ist böse. Du bist alleine. Ah. Nochmal? Lernst du aus deinen Fehlern? Anscheinend.
Nochmal? Warte, Baseballschläger. Ne, der greift erstmal nicht mehr an. Ja, du hast einen Bogen. Wo geht's hin? Ah, jetzt. Oh. Domestizierung von Spinnen. Die Brüder der Nacht versuchen seit kurzem die Fluchrückenspinne zu domestizieren. Ohne die magischen Gegengifte der Schwestern der Nacht erweist sich dieses Unterfangen mitunter als tödlich. Wenn allerdings eine Jungspinne gefangen wird und an der Seite eines Bruders der Nacht aufwächst, wird sie dessen lebenslange Gefährtin. Ach du Scheiße. Warum sollte man das tun? Okay, wo geht's jetzt lang? Ich habe oben echt nichts gesehen. Achso, ja. So, wunderbar. Ausruhen. So, 2 Skillpunkte. Dann schauen wir mal, was wir für 2 bekommen. Genau, erhöhte Reichweite, das ist gut. Das ist sehr gut. Nochmal? Danke. Der Eindringling ist stärker als wir. Leg die Waffen nieder. Ergeben wir uns. Unterwerfung. Ein neuer Anführer ist gekommen, um die Brüder der Nacht zu befehligen. Ein mächtiger Fremder. Ja, wir alle wissen, wer der Fremde ist. Aber schaffen die das darüber? Hä? Wie soll ich denn... Ja, jetzt ist es wieder oben. Dann können wir hier hoch. Und dann von hier. Ah, ja, wow, Tobi. Wow. Das ist ein fetter Ast und ich check's nicht. Vor allem, der ist schön markiert. Naja, egal. Hi. Ja, das stimmt. Ja, immer. Geh zurück, Jedi. Nee, vielleicht nicht. Das sieht ein bisschen nach Arena aus, ne? Hey.
Ich wollte. Lass mich raus. Hier oben. Danke. BD! Noch ein Stimp! Der schlägt echt heftig schnell so. Oh. Hilfst du mir mal, BD? Naja, an sich, sie hat uns ja gewarnt. Der Bau der Nidag. Die niedere Nidag ist bei den Brüdern der Nacht gefürchtet. Obwohl einige Legenden besagen, die Schwestern der Nacht würden ihn als Vertrauten halten. Nidags sind Einzelgänger, die nach ihrer Geschlechtsreife nur selten im Rudel anzutreffen sind. Ihre einzige natürlicher Feind ist der riesige Gorgara. Und ich wette, das war die Fledermaus, die wir gesehen haben. Okay, hier geht's hoch. Igitt. Genau, da geht's nirgendwo hin anscheinend. Oder doch? Auch wieder ein Bruder der Nacht? Das sind Opfer, um ein Exempel zu statuieren. Da muss ich den wahrscheinlich da vorne hin tun, damit ich da hoch kann. Will ich jetzt mal so denken. Genau, da bin ich reingekommen, ja. Hallo, ich bin ausgebrochen, hat sicher niemand gehört. Gruselig. Und wieder ein dünner Durchgang, as always. Es wird noch dünner. Das ist ein Dorf. Hier müssen die Nachtbrüder leben. Dadurch? Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Ja, das passt. Entschuldigung. Ja, an sich macht es jetzt schon Sinn, von der Nachtschwester uns zu hassen, weil wir die ganzen Brüder der Nacht töten. Einfach hier runter? Okay. Die machen halt nur aufladende Dinger, ne? Au. Ich brauche einen Stim, BD. Ja, jetzt brauchst du mehr. Hä? Achso, langsam helfen. Achso. Ich kann nichts sehen. Das wird knapp.
Würdest du mir bitte helfen? Ich fühle mich viel besser. Danke. Komm schon, BD. Entschuldigung. Was wolltest du machen? Oh. Diese Ranken sind zu gruselig für Grease, aber was soll's. Okay, da brauche ich ein Gerät, um da hochzuklettern. Alter, ist das widerlich hier. Warte, wo bist du hin? Ah, da. Die Frucht. Die Brula-Frucht war ein wichtiger Bestandteil vieler Tränke der Schwestern der Nacht. In der kleinen Dosen diente der Nektar als Gegengift für Bisse gegen die vielen Vipern auf Dathomir. Ich habe noch keine gesehen. Der übermäßige Gebrauch löste allerdings Krämpfe, Sehstörungen, Halluzinationen und andere Symptome des Sumpffahrens auf. Oh ja, interessant. Gut. Ja, speichern. Und ausruhen. So. Dann geht's hier wohl wieder hoch. Aber nicht hier. Na gut. Dann, da unten? Schauen wir nicht. Na dann. Ah, verdammt. Das ist noch so ein Ding. Oh, was war das denn? Der backt ein bisschen rum hier. Dummer. Kann ich einen Stim kriegen, BD? Viel besser, BD. Das war mal eine Arena. Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Hm. Das stimmt. Kampfarena. In dieser Arena haben die Brüder der Nacht gekämpft um ihre. Sie bedeuten Ehre, Respekt und Macht über die Schwächeren. Oder über die Schwachen. Ui. Wie gesagt, ich liebe diesen Schlag. Der ist so praktisch. An sich für den Schlag wäre es halt richtig geil, den 3 und 2, diesen an mich ranzieh-Ding. Schiff ist abgestürzt. Es war vor irgendwas auf der Flucht. Ach, der Typ, der Wanderer war auf der Flucht. Hier im Sumpf ist ein Schiff abgestürzt. Der Pilot war vor irgendwas auf der Flucht. Kein guter Ort, um sich zu verstecken. Ja, wohl wahr. Hey, BD. Hey. BD, hier drin. Okay, BD, was ist es? Poncho, Savanne. Ja, doch. Ja, doch. Jetzt passen wir zu unserem Schiff. Gut. Gibt's hier sonst noch? Ah ja, warte. Ja, doch. Nee, passt alles.
Ich gehe mal auf die andere Seite. Wo nix ist. Na gut. Ah, ich hätte auch hier hochgehen können. Alles klar. Alles klar bei dir? Wieso? Hilfe bitte! Alter, backt der rum. Jetzt geh mal runter da. Meine Güte, und mach dein Lichtschwert wieder an. Junge. Das war gerade sehr buggy. Hä? Wieso ist der wieder da? War ich da unten nicht? Anscheinend nicht. Ah, ich war da vorne. Hey, you. Aber wieso sind jetzt überall welche auferstanden? Das der funktioniert doch nicht. So, dachte ich. Okay. Ist doch niemand da. Willst du nachsehen? Was ist es, BD? Lichtschwertschalter. Okay, interessant. Okay. Komischer Fels. Okay, alles klar. Das hat mir gezählt, krass. Cool. Die Krabbler schwärmen in größerer Anzahl aus. Ihre Raserei ist ein gutes Omen. Solange sie auf Distanz bleiben. Hey. Ein Eindringling! Schlagt richtig zu, Brüder! Du kannst nicht gewinnen, Fremder! Erledigt diesen Eindringling! Ich hab den Jedi getroffen! Er flieht! Brüder, helft mir! Er zittert vor Angst! Ich werde deine Abwehr brechen und dann dich! Hilf mir bitte! So, jetzt bin ich bereit für euch. Du hast keine wahre Stärke. Schluss mit der Rennerei. Deine Niederlage ist sicher. Verliert ihn nicht aus den Augen. Sind alle Jedi so schwach? Erledigt den Fremden! BD, ich brauche Hilfe. Er heilt seine Wunden. Dranbleiben. Ein ordentlicher Treffer. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Deine Schläge sind schwach. Blut, Herr Ungeziefer! Ja, die waren heftig. Gut. Feuerflechte. Die Feuerflechte wächst natürlich im trockenen Klima von Dathomir. Ihre rote Farbe ist natürlich
ist durch die Aufnahme von Schwefel und anderen Staubpartikeln in der Luft bedingt. Die auf Dathomir wachsenden Abart ist dadurch robust, dass es nahezu unmöglich ist, sie auszureißen. Ja, und jetzt? Darunter. Oh, schafft mich nicht so. Eieiei. Immer dieses hinter der Ecke vorspringen. Uiuiui. Naja. Das sieht wieder sehr nach einer Rutsche aus. Sehr nach einer Rutsche. Ach, da kann man ja wieder ganz nach unten, oder? Ja. Hier erwartet dich nur der Tod. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Beziehungsweise ich würde sagen, bevor wir weitermachen, mache ich Schluss, weil ich muss jetzt weiterarbeiten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.